Video wollte irgendwie eben gerade nicht starten. Jetzt bin ich da. Jetzt rutsche ich dann mal mit meinem Stuhl wieder nach vorne. Sorry. Ich nehme euch mal kurz mit. Quietsch, 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 quietsch. So. Schönen guten Abend. Jetzt stelle ich mich nochmal gerade. So. Irgendwie wollte Facebook mich gerade nicht starten lassen. So. Auf geht's. Hatte heute mir ein Thema überlegt, und zwar Beine. Thema Beine, das heißt, wir werden ganz viel hier unten sein. Starten, also Beine ist für mich Füße, Wade, Knie, Oberschenkel und Gesäß. Starten hier oben, Hüfte nicht vergessen. Ich lasse die Socken nochmal ganz kurz an. Wir haben 60 Minuten Zeit und los geht's. Auf geht's. Füße kneten. Richtig schön durchmassieren. Ich habe jetzt mal die orangene Matte genommen, weil mir irgendwie aufgefallen ist, dass ich schwarz in schwarz mit schwarz angezogen habe. Damit ihr noch ein bisschen was von der Rolle seht, habe ich mir mal eben die orangene Matte geholt und ich hoffe, dass das mit dem Licht auch ganz gut klappt. Hier auf jeden Fall werde ich ordentlich geblendet. Knete deine Füße als Vorbereitung. Und wir wollen heute einmal am Fasziengewebe arbeiten, an den Engpässen Füße, Knie, Hüfte und Gesäß, also Hüftgelenke. Und dann möchte ich an den Oberschenkeln arbeiten, das heißt auch optisch, ne, mit den Rollen, sowie eine Lymphdrainage mit euch machen. Anderen Fuß. Richtig schön durchkneten. Nimm dir Zeit für deine Füße, jeden Tag ein paar Minuten. Sie danken es dir, dem es ihnen gut geht, dass sie sich gut anfühlen und nicht wehtun. Richtig schön durchkneten und massieren. Beine zerdrücken, quetschen. Okay. Ich komme schon runter auf die Matte. Den Ball kannst du zur Seite legen. Ich hoffe, du hast noch ein großes Getränk dabei. Ich ziehe schon mal meine Socken aus. Ich bin irgendwie, glaube ich, ziemlich laut vom Mikrofon. So. Zum Start möchte ich natürlich die Wirbelsäule einmal rollen, dafür nehme ich die Maxi-Rolle, die große, setze mich hier mit den Sitzbeinen heran drauf und wir gehen Millimeter für Millimeter. Ich habe mir ganz, ganz, ganz fest vorgenommen, heute wirklich langsam zu rollen, dass wir auch richtig in die Tiefe kommen. So, du fängst an auf dem Gesäß. Rollst Stück für Stück für Stück in dein Becken rein. Ich brauche schon meine Hände und stell dir einfach vor, dass du auch richtig in die Tiefe gehst. Du kannst das Becken anheben oder den kompletten Druck drauf lassen. Deine Entscheidung. Ich gucke jetzt, dass ich Richtung Brustkorb komme und dann hebe ich langsam meine Arme an, ziehe das Kinn zur Brust und wandere Stück für Stück mit der Ausatmung einmal bis zum Schultergürtel. Ich setze das Becken ab, halte die Rolle fest und rolle mit schönem Druck über den Hals, Hinterkopf, kannst den Kopf ablegen, Oberkopf, über den Haaransatz bis in die Stirn. Sehr gut. Ganz langsam hochschaukeln. Wir nehmen uns den kleinen Ball und den Fuß. Ich nehme meinen linken Fuß, nehme den kleinen Ball, im Gegensatz, ne, zu dem großen kannst du auch einen Tennisball nehmen und ich
streue mal in kleinen Spiralen über meine Füße, die Oberseite und schaue, dass ich hier alles mitnehme. Die oberste Gewebeschicht, du kannst auch mit beiden Händen rollen. Guck, ob du eine Stelle findest, die schmerzt. Du kannst hier vorne an den Zeh anfangen und immer Richtung Sprunggelenk in so kleinen Spiralen nach oben rollen. Stück für Stück für Stück. Also auch Mittelfußknochen, wenn man da drauf rollt, das merkt man schon, ne? Wir haben ja schon mal zusammen eine Fußmassage gemacht mit der Creme, das können wir auch gerade nochmal machen. Okay, anderen Fuß. Finde eine Position, dass du da gut rankommst. Ich roll jetzt erstmal nochmal so querbeet hier drüber. Ich habe das Gefühl, meine Füße sind ein bisschen breiter geworden. Ich habe so ein paar Sneaker, wo ich immer denke, na, kam mir auch mal ein bisschen weiter vor. Ich gehe jetzt wieder vom großen Zeh spiralförmig über den Mittelfußknochen zum Sprunggelenk und mache das hier. Manchmal kommt man mit dem Daumen ein bisschen tiefer. So. Das war schon mal schön. Jetzt müssen wir nochmal die Rückseite mit der kleinen Rolle. Fange ich wieder links an. Zehenspitzen drüber. Richtig Krallenbewegung und richtig rein. Komm. Ich finde, man merkt richtig dieses Gewebe. Jetzt habe ich so richtig schön breiten Fuß. Gehe mit dem ganzen Gewicht drüber. Andere Seite. Erinnert mich bitte daran, dass ich das besonders langsam machen wollte. Könnt ihr mal rufen oder so. Ich neige dazu, das immer ein bisschen zu schnell zu machen. Ich weiß. Richtig schön breit. Und daher. Und lösen. Komm schon mal in den Vierfüßler. Ich mache nur ganz kurz mein Mikrofon ganz kleines bisschen leiser. Sonst schnaufe ich hier so rein. So, das war's schon. Wir kommen vom Vierfüßler in das Umknicken von allen zehn Zehen. Guck mal, ich stelle die auf und jetzt knicke ich die langsam um. Den kleinen und alle vier anderen. So. Ich kann mich total super draufsetzen, weil ich das schon ganz oft gemacht habe. Ihr seht hier, es wird, glaube ich, ganz gut angeleuchtet. Ich habe alle zehn Zehen umgeknickt. Probier mal, ob du das schaffst. Halten wir die 20 Sekunden und die 10 Sekunden lang drücken wir die Zehen nach unten in den Boden. Es brennt ein bisschen und dann kannst du vielleicht in der Hose ein Stück nach vorne rutschen, hier auf deine 8 kommen und dann machen wir wieder die 3 Durchgänge. So, Workout startet jetzt. 20 Sekunden laufen. Du kommst auf deine 8, rutscht schön rein. Achte auf deinen Kleinen, dass er dir nicht abhaut. Vielleicht sitzt er bei dir ein bisschen weiter oben. Bauch ist angespannt, Schultern locker. Komm. Und bam. 10 Sekunden drückst du alle 10 Zehen nach unten in die Matte und merkst du, aua. Stopp, nicht mehr drücken. Den Zug auf deine 8 verstärken. Rutsch in der Hose vielleicht ein paar Millimeter weiter nach vorne, schön gerader Rücken, komm schön nach vorne rein. Alles was geht, alles was geht. Runde 2,
Volle Power, alle 10 Zehen drücke nach unten auf die Matte. Alles, was geht, alles, was geht. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Stopp. Bin noch weiter nach vorne gerutscht. Das geht hier in der Hose total gut. Weiter, weiter. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Letzte Powerrunde. Achtung. Jetzt. 10 Sekunden, das sind die letzten 10 Power-Sekunden, drückst du alle deine Zehen in die Matte. Weiter, weiter, weiter. Stopp. Die letzten 20. Bei mir brennt es zwischen den Mittelfußknochen. Es wird auch richtig anstrengend. Kleine Muskeln. So stelle ich mir das vor, High Heels. So, ich gehe langsam da raus, bewege die Füße und setze mich mal kurz auf den Po. Hier kann man ganz toll ansteuern, schöne Fußgymnastik. Nur deine Zehen ziehen zu dir. Guck mal, zack, siehst du das? Alle 10 Zehen ziehen aktiv zu dir. Alles, was geht, alles, was geht. Und löse. Die nächste Fußübung geht auch intensiv in die Unterschenkel. Das heißt, wir rollen vom Fuß bis zum Knie auf unserer Faszienrolle. Sozusagen in der Bauchlage. Schauen wir hier. Ich starte, linker Fuß und bitte nur bis zum Knie, okay? So, Fuß drauf. Ich nehme das linke Bein drüber und komme hier richtig schön ins Schienbein. Leg dein Schienbein in die Vertiefung, komm richtig schön in die Mitte von deiner Rolle. Bis zum Knie, stopp. Ich drehe mich, andere Seite, rechtes Bein ran und nur das vordere Schienbein und den Schienbeinknochen in die Vertiefung. Fuß drauf, schön mittig und ich gehe da rein. Knochen schön ins Schienbein. Ich war schon wieder ganz schön schnell. Gut. So, komm ins Sitzen. Vorderes Schienbein ist auch fies. Deshalb schützen wir so ein bisschen den Knochen. Bei manchen ist der richtig spitz hier vorne mit der Kuhle. Rechtes Bein überschlage ich, links rüber. Ich greife mit der rechten Hand die linken 5 Zehen, ziehe die zu mir. Ich mache jetzt sozusagen Ballerina-Position. Mein großer Zeh zieht zur Ferse. Ich spüre Spannung im Schienbein, hoch und ganz intensiv im Sprunggelenk. Mein rechter Fuß macht irgendwie immer mit. Du machst auch mit. Los geht's. Mit beiden Händen ziehe ich diese Zehen zu mir. Ich merke wieder die Mittelfußknochen. Und wenn der 10-Sekunden-Teil kommt, versuchst du deine Zehen hier vom linken Fuß zu strecken. Die sind jetzt sehr so zusammen und die wollen strecken, aber geht nicht. So, alle 5 Zehen, die Fußnägel, drück in die Handfläche. Alles, was geht. Komm, komm, komm. Weiter ranziehen. Komm, weiter zu dir. Weiter zu dir. Noch ein Stück, noch ein Stück. Komm, 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 komm. Bei mir brennt es hier oben und läuft heiß ins Schienbein hoch. Und go. Versuch deine Zehen zu strecken vom linken Fuß. Der gibt gerade Vollgas. Und stopp. Zieh weiter ran, komm. Eine Runde haben wir noch. Zieh mal ordentlich, komm. Gib mir richtig viel Kraft in deine Oberarme. Als wenn du Spitzentanz machen möchtest. Weiter, weiter, weiter. Eine letzte Runde haben wir noch Power. Und zwar jetzt. Alle 5 Zehen versuchst du zu strecken. Weiter, 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 weiter.
Und die letzten 20 Sekunden. Zieh nochmal ordentlich. Komm. Versuch dein Sprunggelenk hier schön gerade zu lassen. Ne? Nicht nach oben ziehen. Weiter. Aktiv, aktiv, aktiv. 3, 2, 1. Langsam lösen. Guck mal, ob dein Fuß noch dran ist. Ansteuern. Versuch zu strecken, zu strecken, zu strecken, zu strecken, zu strecken. Großen Zeh. Versuch diese Ballerina-Zehenspitze zu machen. Weiter, 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 weiter. Und löse auf. Perfekt. So, rechtes Bein ist dran. Linkes Bein strecke ich. Rechtes nehme ich hier drüber. Mit der linken Hand greife ich alle fünf Zehen. Ziehe die zu mir. Guck mal, dass du dich mit dem kleinen Finger auf den kleinen Zeh mit ranziehst. Okay, jetzt wisst ihr schon, was kommt. Ich drücke schon Start. Ich nehme jetzt die andere Hand dazu. Bauchspannung auf, Mittelfußknochen, Sprunggelenk. Das darf zu spüren sein bis ins Schienbein. Du musst einfach richtig feste an deinem Fuß ziehen. Und alle 15 vom rechten Fuß rollen in die linke Handfläche drücken. Weiter, 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 weiter. Ausatmen. Versuch, ich rutsche gerade ein bisschen ab, muss nachziehen, den großen Zeh mal etwas intensiver zu ziehen und den kleinen. Ich kann gar nicht mit der ganzen Hand die Kraft gleich verteilen. Zieht. Go! Versuch zu strecken. Komm, alle fünf, alle fünf, alle fünf in die Handfläche. Weiter, 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 weiter. Oh, nochmal kräftig ranziehen. Eine Runde schaffen wir noch. Boah, das ist wirklich eine super mega fiese Acht bei mir. Bei dir wahrscheinlich auch, wenn du richtig ziehst. Komm. Ich merke wirklich gefühlt jeden Knochen. Oh, letzte Runde. Power, power, power. Versuch zu strecken. Alles, was geht. Komm, 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 komm. Die letzten Sekündchen. Oh, nachziehen. 20 Sekunden halten. Hier kann man auch bei einer Verletzung oder bei starken Beschwerden sich nur diesen einen Fuß. Diesen einen Zeh vornehmen, ne? Wie wir das bei den Händen auch machen, dass man speziell an diesen einen Finger geht. Langsam lösen. Ich brauche eure Gesichter, um zu sehen, dass es euch genauso geht. Alle noch dran? Ja. So. Und aktiv. Versuch in diese Position zu kommen. Streck. Das heißt, ganz starke Wölbung. Siehst du das? Weiter, 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 weiter und löse auf. So, wir kommen in den Stand mit unserer Medi-Rolle. Die Übung hatte ich mir heute nochmal rausgesucht. Wir wandern höher von den Füßen. Ja. Und zwar linker Fuß beginnt bei mir, den stelle ich drauf. Anlieber, ich nehme den rechten, dann seht ihr mich besser hier von der Seite. Rechtes Knie gestreckt, Rücken gerade, Rücken gerade, Rücken gerade, leichtes Hohlkreuz, rechtes Knie gestreckt. Wir halten. Wir gehen immer tiefer runter, rechtes Knie bleibt gestreckt, rechter Fuß ist auf der Rolle. Kommt der 10-Sekunden-Teil, drücken wir die Rolle platt. Okay? Gut. So, gerade Rücken tief, Popo schiebe ich nach hinten raus. Rücken gerade lassen, leichtes Hohlkreuz. Okay, rechtes Knie ist gestreckt, sieht man das? Schön strecken. Achtung! Drück den rechten Fuß auf die Rolle. Alles, was geht. Du darfst die rechte Wade, die Kniekehle und den Beuger spüren. Runter, runter, runter. Stopp. Nicht mehr runterdrücken. Lösen. Knie strecken. Komm tiefer. Schieb den Popo nach hinten, den Nacken schräg nach vorne. Ich stütze mich jetzt hier ab.
Zehenspitze zeigt nach oben, Ferse ist am Boden. Schön halten. Runde 2, rechter Fuß. Drück den rechten Fuß nach unten Richtung Boden. Weiter, weiter, noch ein bisschen. Oh, nicht mehr drücken und komm tiefer. Schieb den Po nach hinten, gib mir mal ein Hohlkreuz, hier ist meine Tasche, sieht man nicht so gut jetzt. Schönes Hohlkreuz, Popo nach hinten, Bein lang, komm gerade lang. Letzte Runde hier. Gas, nach unten drücken, rechter Fuß auf die Rolle, feste, feste, quetsch die mal ein bisschen. Letzte Runde, komm tiefer. Komm, das halten wir, das schaffen wir. Schick den Popo mal nach hinten, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Komm. Und ganz langsam darfst du raus. Ah, zitter, zitter, zitter. Und locker aus. Beine ausschütteln. Rechte Ferse aufstellen. Kniekehle laden. Rücken gerade, komm tiefer, tiefer, tiefer. Weiter, weiter, weiter. Zehenspitze hoch, 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 hoch. Und löse auf. So, ich hoffe, dass du da auch richtig intensiv gespürt hast, so wie ich. Linken Fuß nehme ich hoch. So. Knie links strecken. Rücken mit einem leichten Hohlkreuz tief. Kann sich hier anders anfühlen. Ich stütze mich ab. Mache hier mal richtig schöne Kuhle rein. Zehenspitze ist drauf. Kniekehle ist komplett gestreckt. Ich drücke. Start. Komm auf eine 8. Schieb den Popo nach hinten. 10 Sekunden Teil. Wir quetschen die Rolle flach, okay? Boah, es zieht jetzt schon ordentlich hier im Knie und in der Wade. Und. Go, runterdrücken, linken Fuß auf die Rolle, alles was geht und noch ein bisschen mehr. Stopp, nicht mehr drücken, komm vielleicht tiefer, stell dir mal vor, eine Linie vom Steißbein bis zum Scheitel. Zwei Runden müssen wir noch schieben, das schaffen wir, oder? Und go! Nach unten drücken, den linken Fuß, komm, spür mal in deine Wade, in deine Kniekehle, in deinen Beuger, hoch, 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 komm, weiter, weiter, weiter. Ah, bewusst nicht mehr drücken, Zehenspitze zieht hoch. Vielleicht kommst du noch ein bisschen weiter runter. Jo. Das ist die letzte Powerrunde, das schaffen wir. Drück die Rolle flach und zwar jetzt runterdrücken, runterdrücken. Alles was geht, weiter, weiter, weiter. Und die letzten 20. Knie strecken, lang, fühl mal rein, spür mal nach. Und ganz langsam. Von mir zittert. Die Rückseite. Ganz langsam nach raus, bitte. Ansteuern. Linke Ferse aufstellen. Zehenspitze flex. Gerade Rücken vor. Weiter, weiter. Zieh die Zehenspitze hoch. Weiter, 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 weiter. Und löse auf. Sehr gut. So, wir rollen. Die Wade. Und zwar setze ich hier, Schienbein hatten wir schon, die Ferse in die Vertiefung und roll mal nur bis zu deiner Kniekehle. Du kannst das linke Bein so wie ich drauf lassen oder legst es zur Seite, wie du magst. Stück für Stück für Stück. Richtig schön
über die Achillessehne in die Wade rein, Stück für Stück für Stück. Schön nüsslich. Alle fünf Zehen spreizen sich ab. Ich mache das nicht vom Kopf. So, gut. Komm, wir trinken mal einen großen Schluck. Ich bin gerade wieder bei Ingwer. Schön scharf. Gut, so. Komm mal in die Grätsche, in Sitzen, zu mir nach vorne. So. Wir haben einmal den Weg nach unten und dann möchte ich ganz bewusst, dass ihr die Wirbelsäule streckt. Kniekehlen an den Boden. Spür mal deine Oberschenkel, Rückseite am Boden, Kniekehle, Wade. Streckt die Füße und jetzt rutschen wir mal nach vorne. Guck mal, wie weit du kommst. Okay. Jetzt ziehe ich die Zehenspitzen mal an, greife mir mal meinen großen Zeh, ziehe mich noch mal ein bisschen runter und jetzt strecke ich mich. Habt ihr das gesehen? Ich bin hochgekommen mit dem Brustbein. Mein Bauch, der zieht zum Boden. Wenn ich jetzt hier seitlich in meinen Rücken, in meinen Spiegel schaue, ist mein Rücken gerade. Beine drücke ich nach unten. Und ich kann weiter vor. Du kannst dich aber auch stützen oder auch hier weiter runterziehen. Aber dein Rücken ist nicht rund, dann wäre ich hier unten, sondern streck mal dein Brustbein nach vorne. Und zieh und öffne mal in den Hüften. Schieb die Fersen raus, raus, raus. Komm noch ein bisschen raus, raus, raus. Und lass dich sinken, sinken, sinken. Streck dich vom Steißbein. Ich habe hier wieder meinen Spiegel. Guck nochmal rein. Und ganz langsam löse ich auf. So. Jetzt möchte ich 5, 6 Mal, dass wir tief gehen und zwar alle so, bis die Fersen noch am Boden bleiben können. Komm mal kurz hoch. Jetzt haben wir hier ein bisschen vorgedehnt. Gehst in die größere Grätsche und du gehst tief, 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 tief. Und wenn die Ferse hochkommen will, gehst du wieder hoch. 5 Mal. Wenn deine Ferse nicht mehr am Boden kleben kann, gehst du nicht mehr tiefer, sondern dann gehst du schon wieder hoch. 2 Mal mache ich noch. Richtig schön weit, 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 weit. Letztes Mal. Ich nehme euch mit nach unten. Und jetzt öffne mal deine Beine so, dass du die Ferse, wenn es geht, an den Boden bringen kannst. Probier mal. Vielleicht musst du die Füße weiter schließen oder weiter aufdrehen. Enger stellen, weiter stellen. Ich hätte gerne die Hände zusammen, Ellenbogen an der Innenseite der Knie und schieb mal nach außen. Öffne nochmal die Hüfte. Richtig auf, 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 auf. Es kann hinten im Gesäß pitzen, du kannst es in ISG merken. Richtig schön aufdehnen. Und einfach mal halten. Bauch ist nach innen gezogen. Nacken ist locker. Schön halten. Zeig dir mal von der Seite. Dein Steißbein hängt unten. Dein Scheitel zeigt nach oben. Im allerbesten Fall ist deine Wirbelsäule ganz gestreckt. Blick geradeaus. Und langsam löse auf. Komm in den Stand. Wir haben eben in der Übung auf der Rolle nach unten gedrückt. Jetzt heben wir. Ich nehme die Knieretter. Du kannst es nochmal auf der Rolle machen, aber du musst aufpassen, dass sie nicht wegrutscht. Wir machen den ganz klassischen rückwärtige Linie. Ich bin wieder hüftgelenkseng in der Position. Du kannst die Höhe deiner Knieretter variieren. Du kannst die Höhe von deinem Rücken variieren, Rückenschmerz,
wenig Rückenschmerz, kein Rückenschmerz, das entscheidest du. Ich stütze mich jetzt gleich auf meiner Medi-Rolle ab. Wenn du eine Maxi-Rolle hast, dann bist du ja eh schon ein bisschen höher. Aber du kannst dich auf einem Stuhl, auf einer Stufe in deinem Wohnzimmer, was auch immer, kannst du dich abstützen. Du musst nicht mit dem Rücken parallel zum Boden sein. Wenn dein Rücken wehtut, dann geht es einfach gar nicht. Ne? Das tut einfach zu doll weh. So, ich bin barfuß, ich kann hier nicht runterrutschen. Schön drüber hakeln. Parallele Füße. Jetzt kommen die Senkrechte im Rücken dazu. Ich habe hier meinen Spiegel, da kann ich schön gucken. Und jetzt habe ich wieder irgendwas gedrückt hier. Zurück. Wir starten mit dem Workout. Hallo, ich will hier gar nichts machen. Irgendwas gedrückt. Gut, 20 Sekunden halten. Füße parallel, Beine senkrecht, Hohlkreuz, schieb den Rücken lang und kipp dann im Becken, Ellbogen beugen, komm auf deine 8. Okay, ich bin schon ganz schön weit. Und jetzt gehen wir auf die Zehenspitze. Spitze, Ferse, hoch, drücken, hoch, drücken, hoch, hoch, hoch und stopp. Ellbogen weiter beugen. Du kommst tiefer, gefühlt mit dem Bauch Richtung Oberschenkel. Und die Dehnung der rückwärtigen Linie von der Fußsohle bis zum Sitzballhöcker. Die darf intensiv sein. Und spitze Ferse. Komm hoch. Schieb das Becken hoch. Lass bitte die Knie gestreckt, gestreckt, gestreckt. Und stopp. Tiefer. Bauch weiter ran. Vielleicht bist du schon mit den Händen am Boden. Beine lang. Arme so, dass du den Rücken gut gerade halten kannst. Wir machen noch eine Runde. Und jetzt spitze Ferse, spitze Ferse. Komm, 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 schön hoch und ab. Hoch und ab. Und halte 20 Sekunden. In meinen Waden ruckelt und zuckelt es. Richtig schön intensiv. Wir gehen da wieder zusammen raus, ja? Nicht einfach aufhören. Und stopp. So, linkes Bein absetzen, rechtes. Hände ans Schienbein. Rücken gerade und komm hoch. So, Knieretter zur Seite. Setz dich auf mit den Knien auf deine Rolle. Mit den Knien. Mit den Kniekehlen, Entschuldigung. So, jetzt habe ich wieder Angst, meine Sitzbeine. Elektrische Sitzbeinhöcker. So, Zehenspitzen flex, richtig hoch und ins Hohlkreuz. Sitzbeinhöcker kippen fast schon nach hinten, Rücken lang nach vorne. Der Bauch will wieder zu den Oberschenkeln. Zehenspitzen zur Decke, komm, komm, komm. Weiter, noch ein Stück, noch ein Stück. Und löse auf. Eieiei. Habt ihr gespürt den Zug? So. Bleiben gerade hier. Rollen das letzte Stückchen. Ich tausche nur meine große Rolle, damit ihr das besser seht. Von der rechten Kniekehle bis zum Sitzbeinhöcker. Dann gehe ich ein bisschen auf die rechte Seite, nehme mein Gesäß mit. Schön rein. Über deinen Beuger. Richtig drauf. Und jetzt roll ich über die Seite. Komm, Stück für Stück. Stück für Stück für Stück für Stück. Bis in mein Becken und kurz drüber. Sehr gut.
andere Seite. Von der Kniekehle zum Sitzbeinhöcker. Und richtig schön rein. Ja, der ist gut, der ist gut. Und sehr intensiv. Und vom Sitzbeinhöcker in die linke Gesäßhälfte, jetzt muss ich meine Tasche hier wegnehmen, bis zum Beckenkamm, richtig drüber. Du brauchst deine Rolle zum Unterstützen. Wir gehen an den Gluteus, den großen Po-Muskel. Da nehme ich mal nicht die große Rolle, sondern die Medi-Rolle. Es kann sein, dass du die gar nicht mehr brauchst, sondern vielleicht auch nur noch die kleine oder aber auch nur noch einen Ball. Weil bei der Übung ist es nur unterstützend. So, streck die Beine aus. Locker. Okay. Du nimmst den rechten Fuß, fädelst den unterm linken Unterschenkel durch. Der rechte Fuß ist ziemlich weit hier unter der Kniekehle, also nicht Richtung Becken. Setz die rechte Hand ab, setz dich auf die rechte Seite, werf dein linkes Bein nach hinten. Drück dich mit der rechten Hand von dem Boden hoch. Jetzt kannst du die Rolle unter Becken und rechten Oberschenkel platzieren. Dein rechter Fuß ist wie meiner hier vorne. Hier vorne ist er. Er ist nicht am Schambein und das linke Bein streckst du immer weiter zurück. Wir sitzen jetzt richtig toll auf der Rolle. Ne? Das heißt, ich brauche meine Arme eigentlich gar nicht mehr. Das heißt, ich muss mich hier nicht so abstützen. Jetzt kannst du hier auf der Rolle suchen, wo ist mein fiesester Achtpunkt. Und ich wandere nach vorne rein. Achte nochmal drauf, dass der Rücken nicht ganz so rund wird. So, jetzt konnte ich mein linkes Bein noch ein bisschen mehr strecken. Links zieht nach hinten. Wir arbeiten gleich mit dem linken Fußrücken und dem rechten Sprunggelenk. Ich drücke Start. Wir halten 20 Sekunden. Ich komme mal nach vorne rein. Meine Schultern sind parallel zur Matte. Es pitzt ordentlich. Rechts im Popo bei mir. Linkes Bein schön lang. Linker Fußrücken, rechtes Sprunggelenk drückt in die Matte, alles was geht. Komm, weiter runterdrücken, runterdrücken. Stopp. Krabbel weiter vor. Dein rechter Fuß ist hier vorne, den kannst du sehen. Der ist nicht unterm Becken verschwunden. Links, versuch immer weiter das linke Bein nach hinten zu bringen und zu strecken. Kannst immer nach hinten gucken. Rechtes Sprunggelenk außen, linker Fuß nach unten drücken, alles was geht. Vollgas. Stopp, ich krabbel noch ein bisschen weiter. Ich habe jetzt eigentlich meinen Bauch gefühlt auf dem rechten Innenschenkel. Versuche den Rücken nochmal so lang wie möglich zu machen. Schon pitzt es noch ein bisschen mehr. Ich hebe einfach nochmal das Brustbein so ein bisschen an. Letzte Runde. Linker Fußrücken, rechtes Sprunggelenk nach unten drücken in die Erde, alles was geht. Komm, 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 komm. Und lösen. Letzten 20 Sekunden. Ganz tief in meiner Hüfte, meine Oberschenkelknochen, meine Hüftpfanne, sehr intensiv. Ich komme hier langsam in die Senkrechte. Bleib bitte noch mal ganz kurz bei mir. Schieb dich mal senkrecht. Hier, wenn du in dieser Position bist, arbeitest du über links, über den Hüftbeuger für deinen Rücken. Ne? Kennst du von dieser Rückbeuge? Okay, ich hebe jetzt den Popo hoch, setz mein Becken mal kurz ab und hol das linke Bein nach vorne. Sehr gut, ausschütteln. Ansteuerung machen wir gleich zusammen. Ich drehe mich einmal zu euch.
So, linker Fuß fädelt sich unter dem rechten Knie durch. Ich lasse den linken Fuß hier vorne, linke Hand stützt, werf das rechte Bein jetzt nach hinten, heb dich hoch, ich platziere die Rolle längs unter meinem linken Unterschenkel, drück das rechte Bein nach hinten in die Streckung. Der linke Fuß ist hier vorne, ich kann mich jetzt hier frei halten, weil ich die Rolle unter meinem Popo habe. Brauche meine Power nicht im Oberarm. Und los geht's. Wichtig ist mir, dass der linke Fuß hier vorne ist und nicht hier so unterm Becken. Such mal deine Acht im Popo. Rechtes Bein ist gestreckt hinten, schön gerade auf den Fuß drücken, guck nochmal nach hinten. Achtung! Linker Fuß und rechter Fuß rücken, schön nach unten drücken, weiter, 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 feste in den Boden. Ausatmen und ich krabbel weiter rein. Schön halten, reinatmen, such deine Acht, bring dein Brustbein zu mir und halt. Rücken gerade. Linker Fuß und rechter Fuß rücken, drücken in die Matte. Alles, was geht. Alles, was geht. Stopp. Ich komme noch weiter nach vorne. Letzte Runde. Links ist bei mir harmlos zu der rechten Seite. Kann ich super gut aushalten. Nicht so schlimm. Letzte Powerrunde. Und jetzt. Linker Fuß, rechter Fuß rücken, drücke nach unten. Alles, was geht. Komm, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Und die letzten 20 Sekunden. Ich glaube, hier komme ich sogar mit den Ellenbogen tief. Guck hier immer nochmal in meinen Spiegel, was mein Rücken so sagt. Dass der nicht aussieht wie Berg, sondern gestreckt wird. Ich komme langsam raus hier. Bleib bei mir. Bleib ganz kurz mal in der Senkrechten, dass du auch hier rechts in der Leiste mal ordentlich aufzuppeln kannst. Ich löse hier, nimm die Rolle raus, setz das Becken kurz ab und nimm das rechte Bein nach vorne. Gut. Das war jetzt ein bisschen unbequem mit dem Knie da hinten ohne die Matte, aber eine Minute 50 kann man das mal aushalten. So, halt die Füße fest und drück die Knie nach außen unten. Hier seht ihr, ne? Mein rechtes Bein ist ziemlich noch weit oben, kein Vergleich zur anderen Seite. Und löse auf. Wir wollen das Stück mit dem Bauch zum Boden, vom Knie in die Leiste, rechts und links. Das heißt, hier lege ich mein linkes Bein drauf und roll mich ganz langsam nur das letzte Stückchen aus. Kommt jetzt das Schambein und dann der spitze Darmbeinstab. Seite. Oberschenkel drauf. Und ganz langsam. Bauchmuskel anspannen. Rollst du da rein. Zurück. Lass uns noch mal einen großen Schluck trinken, dass wir vielleicht noch mal schaffen, das Glas leer zu kriegen. Vielleicht bin ja auch nur ich das. Wir nehmen die große Kugel, links und rechts unter dem Popo. Fangen jetzt mal links an. Richtig, das komplette Gewebe einmal aus. Du bestimmst jetzt, drückst du die Füße in den Boden, schiebst du dich ein bisschen hoch, lässt du den Druck auf dem Gesäß, na, fette, fette, fette.
finde ich gut, aber wenn du das nicht ausweiten kannst, weil dein Ischias gerade Beschwerden macht, ich habe einen Muskelkater von der Langhantel-Choreo, aber ich mag das, dann weiß ich, dass ich gut mit Gewichten gearbeitet habe. Forste mal das Gewebe hier unten. Tipp von mir, hier an der Seite ist es besonders nett. Richtig schön rein. Dann kannst du hier über dein Kreuzbein, ich drehe mich mal, zur rechten Seite rüber wandern. Rund einmal drum um den Sitzbeinhöcker. Am Samstag haben wir ja ein Squat-Special mit der Tine. Die habe ich jetzt gerade eingeladen. Das wird bestimmt auch dann am Sonntag toll. Brennende Oberschenkel und Gesäßmuskeln. Diese Mischung aus Verklebung und Muskelkater, die ist immer nett, die ist besonders nett. Jetzt hier in dem Bereich hier oben am Beckenkamm. Sehr schön. Und ich löse einmal auf. So. Einen ganz wichtigen, ich gucke gerade mal auf die Uhr, wo ist sie denn? Die Vorderseite Oberschenkel. Ich mache die fortgeschrittene Übung im Kniestand. Du kannst die gerne in der Bauchlage machen mit der Schlaufe. Ferse zieht zum Po, Schlaufe über die Schulter. Ich mache sie einmal vor im Kniestand, kennst du aber auch. Linkes Bein vor. Es geht um den rechten Oberschenkel, rechte Leiste. Ich gehe mit dem Gewicht nach vorne, schnappe mir mein Knie und ziehe mit Schmackes die Ferse zum Po. Ich nehme gleich noch die zweite Hand dazu. Ich habe hier vor der Nase einen Spiegel. Ich kann immer schön gucken, dass ich gerade bleibe. Und du gehst immer tiefer. Dein rechter Oberschenkel, unterer Rücken, oberer Rücken sind eine Linie. Okay? Also nicht den Popo nach hinten zum Fenster schieben. Und ich drücke Start. Ich bin nicht auf meiner Kniescheibe, ich bin auf dem Oberschenkelknochen. Also ich habe so feste schon die Ferse zum Po, ich stehe jetzt nicht auf der Kniescheibe. Wenn das bei dir noch so ist, kannst du dir gerne ein Kissen unterlegen oder dein Handtuch falten. Okay. Alle probieren, ihr rechtes Knie zu strecken, ob du auf dem Bauch liegst oder wie ich im Kniestand. Fuß fester in rechtes Knie strecken. Stopp, weiter, rein mit der Ferse zum Po. Nicht mehr versuchen, das Knie zu strecken. Das machen wir gleich aber noch zweimal. Bauch rein, schön die Ferse zum Po, guter Stand. Jetzt, 10 Sekunden versuchst du dein rechtes Knie zu strecken. Alles, was geht, alles, was geht. Komm, 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 drück das Becken nach vorne. Und ich wandere weiter. Ich bin mit dem Oberkörper ein ganzes Stück weiter über den linken Oberschenkel. Zieh die Ferse mit Schmackes zum Po. Eine Runde schaffen wir noch. Es brennt ein bisschen im Oberschenkel, in der Leiste oben bei mir. Go! Letzte 10 Sekunden. Versuch dein rechtes Knie zu strecken. Beide Hände halten den Fuß fest. Linken Arm lege ich ab, mein Becken hole ich noch tiefer, Ferse zum Po, nur noch halten, halten, halten. Oh, es brennt im Oberschenkel bei mir. Und ganz langsam raus,
in die Bauchlage. Oberschenkel ausschütteln. Richtig lockern. So. Wieder das rechte Bein. Ferse zieht allein zum Po. Allein zum Po. Guck mal über deine Schultern, wie weit du schon kommst. Weiter, 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 weiter und stopp. Wow. Andere Seite. Linkes Bein. Ich drehe mich einmal zu euch. Rechtes Bein vor. Ganz großer Schritt. Langsam die linke Leiste rein. So, hast du die Schlaufe vielleicht gewechselt, wenn du auf dem Bauch bist? Ich drücke Start, schnappe mir meinen linken Fuß und ziehe die Ferse zum Po. Ich muss den Fuß immer schnell hochziehen, damit ich keinen Krampf kriege. Wenn ich jetzt hier drin bin, könnte ich stundenlang drin bleiben. Okay, zieh die Ferse zum Po. Jetzt versucht zu strecken. Alles, was geht. Das linke Knie möchte sich bei jedem von euch strecken. Und jetzt wandere ich weiter vor. Ich bin wieder nicht auf der Kniescheibe. Ich bin wirklich schon so, dass die Kniescheibe eigentlich nach hinten zeigt. Ziehe mit Schmackes deine Ferse zum Po. Oberkörper und linkes Bein bilden eine Linie. Go! Runde 2. Versucht das linke Bein zu strecken. Alles, was geht, alles, was geht. Und kommt weiter rein. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Komm, die letzten Sekunden. Noch 10 Power-Sekunden. Dann haben wir das linke Bein auch geschafft. Und Power! Komm, 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 jetzt weiter, 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 zieh, 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 zieh. So, ich lege den rechten Ellbogen ab. Komm mit der Leiste noch ein ganzes Stück tiefer. Zieh an meinem linken Fuß die Ferse Richtung Po, Rücken gerade. Es brennt bei mir links im Oberschenkel und in der Leiste. Und ich lasse langsam los. Alle zusammen in die Bauchlage. Ausschütteln. Und linkes Bein ist dran. Linke Ferse will alleine zum Po. Zieh, zieh, weiter. Feste, aktiv Gehirn an. Linkes Knie beugen. Komm. Und löse. Elegant wie wir sind, kommen wir von hier in die Bauchlage und nehmen den kleinen Ball mit. Ich weiß nicht, wie es deiner Leiste ging. Meine Leiste hat ordentlich gebrannt. So, diesen kleinen Ball nehme ich, wenn ich jetzt hier die Hände so zum Schambein ziehe, rechts und links zur Leiste und dann kannst du mal richtig schön durchmassieren. Hier am Schambein entlang. Hier ist der spitze Dammbeinstachel, so zu der Linie mal nach oben und dann nach außen. Okay. Richtig schön reinmassieren. Das ist sehr angenehm für den Bereich, der ist sehr empfindlich. Ich wandere jetzt mal zum Schambein, gehe oben an der Kante. Meins kann ich jetzt ganz gut ertasten hier mit dem Ball. Wandere ich zur linken Seite und streiche da die Leiste aus. Da sind diese fiesen Bänder, die zerrt man sich manchmal beim Stepper-Hopping oder auf dem Laufband beim Joggen. Und sehr schmerzhaft kann man ganz toll hier mit diesem kleinen Ball massieren und lösen. Jetzt gehe ich auch nochmal hier ein bisschen weiter nach links außen zum Becken. Ah, da ist mein spitzer Darmbeinstachel. Und löse ab. Ball zur Seite. Jetzt hätte ich gerne nochmal, dass du deine Füße aufstellst. Knie rechts und links angehoben. Versuch mal hier so einen rechten Winkel zu lassen und zieh mit der linken Hand am großen Zeh, mit der rechten am großen. Zieh mal hier, habe ich jetzt gesagt, rechter Winkel.
Winkel, Oberschenkel, Unterschenkel, nicht parallel zum Boden, Entschuldigung. So, jetzt richtig hier öffnen und dann kannst du mal ganz leicht über den unteren Rücken schaukeln. Ich habe mich richtig hier in meinen großen Zeh reingehakelt. Ober- und Unterschenkel haben rechten Winkel, also die Füße sind eher nach oben geschoben, die Fußsohle, aber das Knie ist angewinkelt. Nicht gestreckt, aber auch nicht zu doll gebeugt. Richtig schön lösen. Und halte. Ziehe mal das rechte Knie zum Bauch, lass das linke Bein ausgleiten. Das linke Bein ganz bewusst nach unten, das rechte ganz bewusst nach oben ziehen. Und tauschen. Linkes Bein hoch, rechtes Bein streckt sich. Linkes Bein ganz bewusst zum Brustkorb ziehen, das Schienbein und das rechte nach unten ziehen. Alles was geht, komm, 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 komm. Und löse, schaukel dich hoch. Den Mini-Bereich vom Knie nach außen, den rollen wir noch. Und dann haben wir es geschafft. Den wollte ich unbedingt noch. Und zwar fange ich hier an, Beine übereinander. Du kannst auch das rechte Bein nach vorne nehmen. Ach, jetzt habe ich mich hier blöd gelegt, jetzt muss ich hier rollen. Vom Oberschenkel, vom Knie unten hoch. Au, 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 au. Au, au, au. Ganz langsam. Nochmal rein übers Becken. Und die andere Seite noch. Hoch, sitze ich hier auf der Rolle. Rechte Knie drauf. Beine übereinander. Oder du legst das linke Bein nach vorne. Roll mal hier rein. Schön in den Oberschenkel. Als i-Tüpfelchen heute noch. Schön, dass du dabei warst und dann sehen wir uns vielleicht schon morgen wieder. Bis